Ciao Ragazzi, willkommen zu einer neuen Folge mit Watch Safari Teil 2 aus Berlin. Denn ich war in Berlin vor ein paar Wochen und habe dort so einiges erlebt. Nicht nur das wunderbare Coldplay-Konzert, danke auch hier an meinen Schatz Anna für die Einladung, hat mega Spaß gemacht. Wir waren tagsüber vorher dann noch ein bisschen shoppen, haben uns ein paar Uhren angeguckt, deswegen ja auch der Teil 1 der Watch Safari aus Berlin vom KDW. Am nächsten Tag allerdings war ich dann nochmal unterwegs und zwar in der Oranienburger Straße bei Juwelier Alter. Grüße gehen raus, falls ihr da noch nicht wart, schaut auf jeden Fall mal da mal vorbei. Super nettes Team, tolle Auswahl an Uhren. Welche Uhren die überhaupt haben, welche Marken und welche Modelle ich mir angeschaut habe, das seht ihr jetzt in diesem Video. Deswegen abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da, das unterstützt mich und schaut auch gerne mal bei den Livestreams vorbei. Wenn ihr zum Beispiel eure neue Uhr oder eure Sammlung unboxen wollt, dann macht das doch. Dann schreibt mich einfach an, ist gar kein Problem. Am besten über watchragazzi@web.de oder über Instagram, watchragazzi, Direct Messenger und dann können wir gerne einen Termin ausmachen. Also genug gequatscht, fangen wir jetzt an mit dem Video. Bam, ciao Ragazzi. Die Sonne scheint in Berlin. Ich bin hier an der Oranienburger Straße und es geht weiter mit Watch Safari. Heute zu Juwelier Altherr. Den kennt ihr ja. Damals war ich ja hier zur Neueröffnung. Bin mal gespannt, was sie heute da haben. Genau aus dem Herzen in Berlin an der Oranienburger Straße befindet sich der neue sozusagen Store von Altherr. Altherr ist ja offizieller Konzessionär und Partner von vielen ikonischen Traditionsmarken für den Mann und sowie für die Frau. Beispielsweise Cartier, IWC, Longines, Fortis, aber auch Tudor, genauso Omega, Panerai, Breitling, Oris, aber auch Grand Seiko, Nomos, Union Glashütte und Co. Aber selbst auch Wanduhren von Q-Lock 2 sind ebenfalls am Start. Also die Auswahl ist sehr groß und das Coole ist halt, alles ist sehr geschmackvoll eingerichtet. Ja, hier sieht man noch den goldenen Astronauten von Omega. Hier ist die Panerai Lounge, da hinten IWC. Also das hat man schon sehr geschmackvoll eingerichtet und trifft auch genauso meinen Geschmack, sage ich mal. Also ich finde das so, diese Mischung aus modern und trotzdem traditionsbewusst. Ich finde, Altherr hat das ganz gut gemacht und gut gelöst. Passt auch gerade so zu der Ecke dort in Berlin, also falls ihr da noch nicht wart, Hackescher Markt in der Nähe, also es ist schon ein sehr cooles Viertel im ehemaligen Ostteil von Berlin, also wirklich sehr, sehr cool. Kommt da mal vorbei und das Tolle ist, die Leute sind super freundlich dort, also man braucht gar keine Hemmung haben, das sage ich ja eh immer, habt keine Hemmung, geht einfach rein, schaut euch die Uhren an, aber gerade bei Altherr ist ja dafür bekannt, dass das eine sehr lockere und sehr authentische Atmosphäre ist und das habe ich auch selber wieder erfahren, als ich dort vor Ort war, also da auch nochmal Hut ab an das ganze Team. Ein bisschen was Schönes von IWC und von Panerai. Da sind nämlich ein paar neue schöne Modelle hier angekommen bei Altherr. Also fangen wir einfach mal an. Fangen wir doch erstmal mit der IWC Big Pilot 43er an am Stahlarmband mit der Referenz IW329304. Aktueller Listenpreis 10.600 Euro. Und ich habe ja schon in den Livestreams darüber berichtet, das Band ist wirklich phänomenal. Vor allem die Schließe hier, wenn man reindrückt, diese Feinverstellung, gerade für den Sommer. Super geil, da kann man noch echt was rausholen, gerade wenn der Arm ein bisschen angeschwollen ist. Super, also für mich einer der besten aktuellen Bänder und Schließen auf dem Markt. Zifferblatt, schönes Blau, hier unter dem künstlichen Licht kommt es auch gut rüber. Draußen in der Sonne nochmal eine ganz andere Geschichte, wie ich finde. Und die Zeiger sind wirklich schön, leuchtet ganz toll. Also die Uhr ist wirklich charakteristisch toll. Für mich ist es eine Big Pilot. Es gibt Hardcore-Fans, die sagen, ein 43er ist zu klein, die muss 46 sein. Ich finde aber optisch ist das definitiv eine IWC und ein super Wurf. Kommen wir zu Topcon Mark 18 mit einem schönen NATO-Band, so ein bisschen hybridmäßig, etwas dicker und trotzdem sehr weich, sehr gut verarbeitet. Wir haben auch das Topcon-Logo auf dem Zifferblatt. Mark 18 lebt ja von seiner Schlichtheit, sage ich mal. Aber das Tolle ist hier dieses Gimmick mit dem roten Datum, mit schwarzem Hintergrund. Das spiegelt das Ganze wieder, so dieses Militärgedanke dahinter, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Hier sieht man auch nochmal die Referenz, IW324712 mit einem Listenpreis von 6.300 Euro. Für mich eigentlich absolut
eine Preisempfehlung mit der Uhr, weil du hast echt was Individuelles. Du hast dieses Top Gun Military Feeling, auch das typische IWC-Feeling. Natürlich hast du das auch bei der Big Pilot, nicht falsch verstehen. Du hast auch das bessere Band im Gegensatz zu einem NATO-Band. Aber jetzt im direkten Vergleich, weil ich aber auch schon Uhren in der Sammlung habe mit dem blauen Zifferblatt, würde ich eher mit der Top Gun gehen, Mark 18. Kommen wir jetzt zu Panerai. Mal was ganz anderes im Vergleich. Hier sehen wir die aktuelle Submersible mit einem Carbon-Gehäuse. Sehr cool. Und einem blauen Zifferblatt. Also diese Mischung aus Carbon und dann mit dem blauen Kautschuk und dem blauen Zifferblatt. Muss man mögen, ist speziell. Aber ich bin ja, wie ihr wisst, ein großer Panerai-Fan. Ich habe ja selber eine Panerai und finde, das sind ja die einzigen großen Uhren, die ich noch irgendwie feiere. Und ich finde, die dürfen auch groß sein. Und so eine Submersible fehlt mir aber eigentlich in der Sammlung. Stellt sich halt nur die Frage, soll es dann auch wirklich die neue 44-Reihe sein? Haben ja viele drauf gewartet, auf die 44er. Oder soll es doch lieber größer sein oder kleiner, 42? Leute, probiert es selber. Carbotech, dieses Carbon-Optik, ja, ist auch so eine Geschichte. Geht man lieber klassisch auf Stahl, Titan oder dann doch lieber eine Mischung aus beiden oder dann doch nur Carbon? Oder man nimmt sowas hier, die 40, ja, die gibt es nämlich auch noch. Richtig, 40 mm Panerai, endlich auch in 40 mm erhältlich. Haben auch viele immer in den Streams geschrieben, ah, wäre cool, wenn es die in 40 gibt. Gibt's, ja, also Leute, schnallt sie um, so wie ich. Am besten auch richtig, damit nichts passiert. Und einfach mal probieren, anprobieren. Es geht nichts über anprobieren und das könnt ihr bei Altair. Macht einen Termin, geht da vorbei. Und wenn ihr generell mal Interesse habt an solchen Uhren, ihr könnt auch gerne mal auf mich zukommen und fragen. Und da kann ich euch sicherlich auch mal helfen bei der Vermittlung. Ansonsten muss ich sagen, die 40 macht einen sehr guten Eindruck. Auch hier mit dem blauen Zifferblatt hat die mich sehr abgeholt. Erinnert natürlich stark an meine 44er Luminor Blumare. Aber ich finde das Blau, also wenn die eins können, dann ist es auch auf jeden Fall Zifferblätter. Sandwich, egal ob Sandwich Zifferblätter oder nicht. A, die leuchten gut und B, sie sehen richtig gut aus, machen guten Eindruck. Also, welche Uhr oder welche Marke hat euch jetzt heute am meisten überzeugt? Ist es IWC oder ist es dann doch lieber Panerai? Und vor allem, welche von den jeweiligen Modellen der Marke hat euch am meisten gefallen? Schreibt sie in den Kommentaren. Und wie immer gilt, ja, lasst einen Daumen hoch, würde mich riesig freuen. Und feiert euer Hobby, das ist das Wichtigste. Habt Spaß an eurem Hobby, genießt es, ihr geht dafür hart arbeiten. Und wenn ihr euch mal eine Luxusuhr gönnt, dann ist das völlig okay. Und wenn ihr dann noch Bock habt, bei mir im Stream darüber zu reden, freue ich mich umso mehr. Also, bald kommt die nächste Folge Watch Safari und auch der nächste Stream. Ich sag tschüss, macht's gut und lasst euch mit den Bildern jetzt hier zurück. Bleibt gesund. Ciao.